sind hier gerade am Strand auf La Digue. Wir haben uns einen Urlaub von 3 Wochen gebucht. Zuerst eine Woche auf Mai, dann auf Kralö und am Ende auf La Digue. Diese Insel wollten wir uns bis zum Schluss aufheben, weil es eine Fahrradinsel ist und wir sehr sportbegeistert sind. Das Wetter ist für August normal ein bisschen windig, aber schönes Wetter, blauer Himmel. Also es lohnt sich auch im August hierher zu kommen auf jeden Fall. Auf Mai und auf Kralö hatten wir ein Leihauto und hier kann man sich Fahrräder aufsorgen, um sehr flexibel zu sein. Leihauto würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man so einfach ganz unabhängig ist und die Distanzen, gerade auch Mai, mit dem Auto sehr gut erreichbar sind. Wir haben 3 Wochen lang in Selbstversorgerhütten gelebt. Das heißt, wir haben selbst eingekauft, selbst gekocht. Das hat sich sehr rentiert, weil die Supermärkte hier sehr günstig sind und wir dieses Geld dann für andere Exkursionen nutzen konnten, um weitere Inseln zu sehen. Und das hat uns eigentlich so sehr gut gefallen, wie wir es geplant hatten. Auf Mahé können wir ganz besonders den Raoul empfehlen. Das ist ein Einheimischer, der am Strand von Bourg-Vallon einen kleinen Grill hat. Und da kann man sich seinen Fisch vorbestellen und dann wird der Fisch zu einer Uhrzeit, die man sich mit ihm ausmacht, gegrillt, was eine gute Preis-Leistung ist. Der Fisch war immer sehr lecker und das haben wir eigentlich sehr, sehr viel genutzt. Und ansonsten haben wir sehr viel bei Takeaways gegessen, wo die Preis-Leistung auch super stimmt. Das Takeaway war immer lecker, immer sehr regionale Produkte. Und wenn man sich ein bisschen was sparen möchte auf diesem Urlaub, damit man so mehr sehen kann oder zum Beispiel einen tollen Tauchausflug buchen kann, so mit diesem Geld, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. That you dare to dream. Seychellen, Seychellas.